Namaste, Steinböcklis, Janine hier, August. Steinböcklis, nicht mit dem Kopf durch die Wand gehen im August, okay? Ich glaube schon, dass ihr im August echt viel Power kriegen werdet, was ich toll finde, was wirklich auch gut ist. Aber wenn wir manchmal zu viel Power haben, dann gucken wir nicht nach rechts und nach links und gehen ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand. Was ich gemerkt habe, ist, dass da ganz, ganz präsent dieses euch sehr gut tun würde. Okay? Als kleiner Tipp. Okay, also lasst uns schauen, was die geistige Welt erstmal für euch als Tipp hat. Ihr hattet im Juli, Steinböcklis, dass ihr freudige Überraschungen, vielleicht nur kleine, aber schon für Juli kriegen solltet, werdet. Und auch Glaubenssätze ein bisschen überprüfen. Ja, und ein bisschen Angst war da irgendwie. Lass uns schauen, ob das die gleiche Reisegruppe ist oder eine neue Reisegruppe. Steinböcklis. August. Spirit, liebe geistige Welt. Steinböcklis, August. Danke. Sing dein eigenes Lied. Ehrlich sein zu sich. Vielleicht ist da Kommunikation angebracht. Vielleicht darfst du irgendwo mal deine Meinung sagen. Vielleicht hast du dich nicht getraut und du fängst jetzt langsam an, mutiger zu werden. Dass du auch vielleicht auch Grenzen setzt. Ja, das eigene Lied heißt ja auch manchmal nicht überall Ja und Amen zu sagen. Steht zu dir. Dankeschön. Lerne aus der Vergangenheit. Also hier können einige Themen da sein, wenn ich die zwei Karten zusammentue. Und zwar gibt es irgendetwas in der Vergangenheit, was dir aber auch bewusst ist oder was vielleicht tatsächlich erst im August klarer wird. Ja, wir kriegen jetzt den Vollmond. Also kann gut sein, dass das beleuchtet wird, dass du gemerkt hast, dass du manchmal nicht oder entweder zu schroff warst mit deiner Wahrheit, wobei ich da spüre ich nur ein paar Leute von euch, sondern eher, dass du ehrlich zu deiner Wahrheit stehen solltest und du merkst, dass du in früheren Geschichten oder in deiner Vergangenheit an sich den Fehler gemacht hast, eher zu schweigen, um Harmonie irgendwie in deiner Nähe und deiner Umgebung zu kriegen. Ja, und jetzt sagt man, du, es wird Zeit. Es ist jetzt einfach nicht die Zeit, lieb Ja und Amen zu sagen. Okay, das ist so ein bisschen diese Reisegruppe. Lass uns weiterschauen. Es kann sein, dass es für dich jetzt noch gar nicht stimmig ist, ja, aber das ist in ein, zwei Wochen, dass man die Karten einfach auch immer besser versteht. Okay. Und hier möchte auch etwas aus der Vergangenheit gelernt werden. Das könnte eine Challenge aber für dich sein. Und die Challenge könnte tatsächlich sein, die Challenge aus dem Grund, weil wir hier die 14 haben, das heißt die 5. Und das ist ja immer wirklich Challenge, ein bisschen Meisterschaft, wirklich daraus zu lernen, sich die Vergangenheit anzuschauen und ganz neu mit neuen Ideen, mit neuen klaren Visionen jetzt seine Zukunft zu gestalten. Ja, also Vergangenheit auch Vergangenheit sein lassen einfach und dann zu sprechen. Was noch bitte? Das kam sehr klar. Lektionen fürs Leben. Steinböcklis. Sie können aus wiederkehrenden negativen Mustern ausbrechen, indem sie ihre Lehre daraus ziehen und davon profitieren. Ich werde bekloppt. Das sind so verschiedene Kartendecks und ich wusste gar nicht mal, dass die beide das Gleiche sogar erzählen können. Peridot, wenn du Lust hast, super gerne nach diesem Stein schauen. Also, ihr merkt, ich kann jetzt gerade nicht viel sagen. Es geht wirklich um Vergangenheitsbewältigung.
Sei es eine Geschichte, Liebesbeziehung, immer wieder den gleichen Fehler gemacht, wie auch immer. Und irgendwann ist gut, dass man jetzt wirklich sagt, Zepter in die Hand nehmen, okay, ich habe es verstanden, da und da habe ich es verbockt. Ich habe irgendwie wahrscheinlich nicht meine Wahrheit gesagt, nicht Grenzen gesetzt, wie auch immer. Und das ist jetzt wirklich aber sehr dringend. Ey, und wenn es nur drei von euch sind, denen ich diese Botschaft übergeben darf, bin ich sehr, sehr dankbar, weil das ist sehr offensichtlich. Das ist wirklich eine ganz bestimmte Reisegruppe. Also ausbrechen, indem du die Lehren daraus ziehst. Was habe ich daraus gelernt aus dieser Geschichte? Und diese Geschichte dann nicht als giftig weiter mitnehmen, sondern dann in dem Moment, wo du die siehst und verstanden hast, was konnte ich daraus lernen? Lässt du sie dann auch los und kannst total frei in deine Zukunft gehen. Dahin geht's. Und dann sprichst du auch deine Wahrheit. Wow, geil, das geht tief, glaube ich jetzt. Mal gucken. Also wiederkehrende negative Muster. Immer wieder die gleiche Geschichte. Du weißt ganz genau, indem ich es gelesen habe, um was für ein Muster es sich handelt. Und hier geht es um Heilungsarbeit. Keine Frage. Der August ist einfach jeder alleine mit sich ein bisschen. Ich habe euch wirklich Erdzeichen überhaupt nicht gespürt. Ja? Ihr seid die Letzten, die ich jetzt rannehme. Also, hier wollen einige auch gerne profitieren aus der Vergangenheit, es als Segen langsam sehen. Das ist deine Challenge, die 5. Ja, es als Segen sehen und sagen: Okay, jetzt ist echt gut. Ne? So, jetzt gucke ich es mir an. Wo, was, wie. Spirit. Was sollen Sie noch wissen? August an sich, bitte. Was klemmt hier? Schlummerstunde. Einfach mal sein. Okay. Das sieht für mich auch wirklich so aus, als würde man jetzt nicht die ganze Zeit Party machen. Ja, das sieht für mich aus, so aus für die Steinböcklis, dass die wirklich ein bisschen bedachter im August sein werden, ein bisschen mehr in die Reflexion gehen und in die Innenschau, was ich sehr geil finde, weil dann Heilung geschieht und dann wirklich Tore aufgemacht werden. Ich meine, keine Frage, ne? Das ist super offensichtlich. Flaschenpost. Und nicht für dich. Das ist auch die Kommunikationskarte. Entweder du wirst jemandem mitteilen, dass du nicht mehr magst, vielleicht steckst du irgendwo fest. Sing dein eigenes Lied. Lerne aus der Vergangenheit, dass du mal Nein sagst, Grenzen setzt. Oder du kriegst eine Nachricht und wenn sie negativ ist, dann weißt du aber auch, okay, das soll wirklich nicht für mich sein. Die 6 ist auch die Akzeptanzkarte. Die zeigt eigentlich, dass eine Situation nicht für dein höchstes Wohl oder noch nicht ist. Und du sollst diese Situation jetzt nicht erzwingen. Ganz wichtig. Für August jetzt erstmal. Die heißt ja auch noch nicht unter anderem für den einen oder anderen, okay? Und das ist die Kommunikationskarte und die Bestätigung, dass du Zeichen kriegen wirst, Träume, irgendwelche Träume, Freunde, Lieder, wie auch immer. Also auch ein bisschen auf die Zeichen achten. Und vielleicht kriegst du auch Warnsignale von deinem Körper oder wie auch immer, was nicht für dich ist. Und das ist etwas, was du immer wieder schon weißt, weil hier steht ja, du bist ja immer wieder in einer bestimmten Situation, wo du noch nicht daraus wirklich gelernt hast, deine Geschichte zu leben oder zu sagen. Und das könnte sehr offensichtlich im August werden. Lass uns weiterschauen. Du wirst auf jeden Fall viele Zeichen kriegen, keine Frage. Aber das ist wirklich die Akzeptanzkarte. Oh Mann, die nächste Akzeptanzkarte mit dem Stromschwimmen.
Das ist der August an sich, Leute. Ich weiß, manchmal glaubt ihr mir das nicht, aber es ist nun mal so. Die Planetenkonstellationen sind irre. Ich werde jetzt drei oder ich darf drei Videos jetzt machen, ja, fürs gesamte Seelenkollektiv, was echt krass ist in 2 Wochen. Da werdet ihr auch mehr verstehen, was ich hier gerade erzählen möchte. Also aufhören, sich gegen die jetzige Situation zu wehren. Ganz, ganz eindeutig. Die Situation ist so, wie es ist. Sie ist im Moment nicht für mich, egal was das ist. Du wirst auch Zeichen kriegen. Vielleicht darfst du das aber dann auch kommunizieren oder es möchte kommuniziert werden oder es wird kommuniziert durch andere. Und Spirit sagt aber, ey, das ist okay. Wir sind hinter dieser Situation und sie ist jetzt im Moment überhaupt nicht gut für dich, egal ob das eine neue Bewerbung ist, ein neuer Job ist, ein Gespräch, wo es immer wieder aufs Gleiche hinausgeht, was auch immer es für dich ist. Der August ist einfach viel zu wild, dass man hier toxische Geschichten oder Geschichten, die toxisch sind, werden dir jetzt nicht gebracht. Okay? Mach deine Geschichte für dich. Nachdenken und Drama. So, gönne deinem Geist mal vielleicht eine Ruhepause. Und das ist das, was Sie aber auch hier sehen. Klar, du willst immer wiederkehrende Geschichten, die nicht einfach weitergehen, weiterfließen oder Streitereien. Die brauchst du jetzt nicht. Du sollst ja daraus lernen. Einfach sagen, du, nee, jetzt erstmal. August Break. Ich muss jetzt nachdenken, okay? Und da wird auch nachgedacht über bestimmte Dramen. Unnötige Dramen, Selbstkritik, auch da ein bisschen bitte gerne aufpassen. Red dich auch nicht schlecht, okay? Sei gut zu dir, das ist auch so eine kleine Warnung, ja? Sei aber nicht traurig. Spirit ist bei dir. Aber du lernst anscheinend irgendeine bestimmte Geschichte nicht, bestimmte Verhaltensmuster, wie auch immer. Oder es ist einfach irgendetwas, eine Situation da, die einfach noch nicht jetzt reif ist für dich. Okay? Und sie bitten dich auch genau aus diesem Grund, aus der Vergangenheit zu lernen. Warum passiert das schon wieder und schon wieder? Wie könnte ich mein Verhalten einfach ändern? Ja? Nicht so viel auch im Kopf sein. Sing dein eigenes Lied, ist immer ein Seelenlied. Das ist die Nummer 26, das ist die 8. Die 8 ist Unendlichkeit. Alles ist möglich. Ja, das sieht nicht so aus, als wäre alles möglich. Und da scheinst du aber drin zu stecken. Ne? Also, Ruhepause. Chillen. Alle im August sowieso. Liebe, lasst uns gucken. Was ist da? Also, Sie können aus wiederkehrenden negativen Mustern, vielleicht ist es auch, dass die ganze Zeit über eine bestimmte Situation im Mangel zu denken, ja, ausbrechen, indem Sie Ihre Lehre daraus ziehen und davon profitieren. Lehre daraus ziehen. Was habe ich gelernt? Nicht der andere ist schuld, sondern wo habe ich einfach, wo habe ich nicht gelernt? Wo habe ich meine Lektion nicht gelernt? Sonst würde ich ja den Scheiß nicht immer wieder kriegen, ne? Das ist ja immer wieder das Gleiche. Das ist ja bei uns allen so. Also ganz dringende Aufforderung, aus der Vergangenheit lernen und nicht mitnehmen. Nicht so viel nachdenken, nicht in das Drama schon wieder reingehen. Liebe bitte für Steinböcklis, für diejenigen nur, die es am meisten brauchen. Ich werde ganz sicher nicht ein paar Hunderte oder tausend Leute hier erreichen, okay, persönliche Readings gerne, aber hier vertraue ich auf deine Intuition. Lass Kontrollthemen los. Ach du meine Güte. Liebe zuerst dich selbst. Ja, hier will jemand Hausaufgaben machen, auf jeden Fall. Lass das mal ein bisschen sein. Lass Kontrollthemen los.
Ja, erlaube dieser Situation, sich ganz natürlich zu entwickeln. Das ist jetzt nicht natürlich. Und das zeigt es dir auch. Jetzt im Moment ist es nichts für dich. Wenn man selber nicht stabil ist und die ganze Zeit in der Bedürftigkeit ist, dann kann man natürlich keine wahre Liebe anziehen und das kann nicht funktionieren. Jeder darf seine Hausis jetzt gerade machen, okay? Also, hier geht es um dich erstmal. Ich weiß, wir wollen das nie hören, aber es ist nun mal, wie es ist. Akzeptanz, okay? Lass Kontrollthemen los. Die Karte Flirt heißt für mich eigentlich, je nachdem, in welchem Konsens wir das hier sehen, dass du ein bisschen unbeschwertere Energie hast. Und das wundert mich nicht. Der Spirit sagt, hey, damit kann man nichts Gescheites anziehen, egal was das ist, auch wenn es jetzt keine Liebesreading wäre, ja. Geh ein bisschen mehr in die Leichtigkeit. Es ist Zeit, die Kontrolle über dein eigenes Leben zurückzuholen. Ja, das zeigt es mir auch. Du bist die ganze Zeit im Kopf bei einer bestimmten Person. Und das ist nicht gesund, das ist Abhängigkeit und das ist nicht sexy. Ja, das wissen wir auch. Mit Freunden ein bisschen mehr was unternehmen und schaut mal, göttliches Timing bestimmt dein Liebesleben. Den Eindruck habe ich auch, das ist jetzt im Moment nicht. Vielleicht ist es die Person auch, vielleicht sollst du auch mit dieser Person zusammenkommen. August, Schatz, auch wenn du jetzt mehrere Readings anschaust, von anderen Ladies, wenn du hier bist, dann landest du nicht umsonst hier. August ist mehr, geh in die Selbstliebe, ansonsten kriegst du es immer und immer wieder und wirst immer wieder hier drinnen bleiben. So soll ich das jetzt sagen. Okay, und ich möchte doch das Beste für euch. Deswegen sage ich das ein bisschen eindringlicher. Okay, schau, dass du ein bisschen mit Freunden weggehst. Des Wartens wert, wenn die dir das sagen, dann ist das eine geile Bestätigung. Göttliches Timing, wenn du ein bisschen deine Lektion gelernt hast und dein Gegenüber. Okay? Geh mit Freunden weg und befreie dich, ganz, ganz klar. Und lass Kontrollthemen los. Also offensichtlicher geht's nicht. Na? Und also, wie kannst du ausbrechen aus diesen negativen Mustern? Ja? Wie kannst du von hier ausbrechen? Indem du verstehst, was du einfach als Lehre hattest bei der Geschichte. Ne? Hatten wir am Anfang schon. Schau mal, Schatz, die Chemie stimmt. Aber jetzt August, Hausis machen. Du ziehst romantische Liebe an, indem du diesen Moment voll genießt. Sie sagen dir eigentlich dreimal, bitte geh in die Leichtigkeit, geh weg vom Drama. In dem Moment änderst du deine Frequenz, deine Energie und in dem Moment änderst du auch deine Umwelt und dein Gegenüber. So einfach funktioniert die Welt. Okay? Au, Vertrauen. Ich habe dir so viele Karten bei euch. Vertrauen. Diese Situation fordert dich auf, dich in Geduld zu üben. Steinböck, lies alles gut. Ganz, ganz ehrlich. Die Chemie stimmt, aber lass die Kontrollthemen los. Ansonsten haben wir nämlich im nächsten Monat das gleiche, die gleichen Karten wieder. Okay? Wir dürfen alle jetzt August ein bisschen an uns arbeiten. So, lass uns gucken, was Erzengel Michael noch sagt. Bitte gerne kommentieren unten, falls ich dich aufgepickt habe. Ja, ich freue mich immer sehr. Sing dein eigenes Lied. Ich nenne es immer liebevoll, mach deinen Scheiß jetzt erstmal. Mach deinen eigenen Scheiß. Okay? In dem Moment kommst du mehr in die Leichtigkeit, kommst mehr zu dir. Und das ist natürlich toll. Du bist auf dem richtigen Weg. Super schöne Bestätigung. Okay? Erzengel Michael, ich rufe dich jetzt an. Danke, dass du mir laute und klare Führung zuteil werden lässt, die ich leicht verstehen kann. Ich danke dir, dass du mich motivierst und mir den Mut und das Vertrauen. Ach, meine Lieben. Michi ist schon geil. Und mir Mut und das Vertrauen verleihst, positive Veränderungen in mein Leben vorzunehmen. Lektionen lernen, lernen aus der Vergangenheit, Kontrollthemen loslassen und voilà, öffnet man die Tore. Meine lieben Steinböcklis, Namaste, hab euch lieb, tschüss, schönen Tag.